Rennbedingungen und hebt das Gewehr auf. Flugdrehzahl hoch und damit wird er dann auch in wenigen Augenblicken die Maschine in die Luft abnehmen. Stationiert ist und dort von irgendwann wurde aus der Bell UH dann eine Bell 212, also Umrüstung auf zwei Triebwerke. Dann wurde nicht nur gesteuert von Frank Schneider. Demo-Modelle zu sehen, gehen Sie ruhig mal hin. Sein Standplatz ist hier auf der rechten Seite. Und lassen Sie sich zusammen operiert und das kann ich auch nur empfehlen. Gehen Sie hin, schauen Sie sich das alles aus der Nähe an.
312. Vielen Dank, Frank. 30.